Okay, geht schon los? Okay, herzlich willkommen zu meinem Vortrag über How to Root Your Encrypt Your Root Server. Freut mich, dass einige zu mir gefunden haben. Ich habe nur ein folgendes Problem. Der Root Server, bei dem ich es machen wollte, geht leider so nicht, weil der Reset-Button funktioniert. Jetzt habe ich heute Nachmittag versucht, das in VirtualBox nachzubauen. Falls das nicht funktioniert, verzeiht mir, ihr könnt nachher vorbeikommen und die Fragen stellen, die es dann zu stellen gibt. Wer von euch hat einen Hetzner Root-Server oder irgendwas in der Richtung? Hetzner genau? Also kennt ihr den Robot, den es da gibt? Im Prinzip läuft das so, dass man in das Rescue-System bootet und das mit einem Debootstrap das System installiert. Davor muss man natürlich die Encryption alles aktivieren und einrichten. Und nachher bootet man in den Drop per SSH-Server, um das Passwort einzugeben. Dann wird das Routefest dekryptet und dann bootet es weiter. Ich fange mal an, euch den Robot zu zeigen, wie das grundsätzlich ausschaut. Nach links ist das. Das schaut dann so aus. Das Passwort schnell aus. So. Okay. Hier bekommt man eine Übersicht der Server, die man hat. Hoffentlich, jawohl. Und das ist der produktive, bei dem ich es nicht machen kann. Und hier bekommt man die Option, den Rechner neu zu starten. Hier ist das, aktiviert man vorher das Rescue-System, das heißt, er bootet über PXE in dieses Rescue-System hinein und man kann das System sozusagen retten oder neu aufsetzen. Das mache ich hier nicht, sondern starte meines in VirtualBox und mache das mit Grimmel, simuliere das mit Grimmel. Das heißt, er startet einen SSH-Server, ich nenne das GT14. Da wir das System nicht sehen, wenn er bootet, schaut es dann hier so aus, wenn er dann gebootet hat. Schaut es so aus. Okay. So. So, als ersten Schritt partitionieren wir die Disks. Das müsst ihr euch so vorstellen, dass zwei Festplatten verbaut sind. Ich habe jetzt 2 3 GB Platten verbaut. Bei uns waren das 2 TB Platten, die man entsprechend partitionieren muss. Das habe ich jetzt versucht zu testen. Hier mache ich eine für Boot am Anfang, eine für das restliche System. Ich mache sie mindestens 512 für, also jetzt 512 reicht eigentlich, ich habe das jetzt nur demonstrativ, also ich mache es eigentlich nur 512, jetzt nur auf die Schnelle, damit ich es mal schnell merke. Das hat den Grund, wenn man mehr als einen Kernel installiert, dann wird es relativ bald einmal groß und dann hat man am Schluss, so Speicherplatz ist ja nicht so teuer, deswegen sind die 500 oder 1 GB, macht es drauf nicht fett. So, das gleiche macht man für die zweite Platte. Wenn ich zu schnell, zu langsam bin, bitte gleich schreien, gell? Aber ich
gehe davon aus, dass das noch das Trivialste von allem ist. Und dass ich dauernd über die Schulter schauen muss, macht die Sache nicht einfacher. Okay, erster Schritt, ich mache das Raid. Das ist der Befehl. Kennt ihr MDADM nicht? Gut, wo ist das eh? Oh Gott, jetzt muss ich hier super flach machen. Das kannst na, sonst macht er das nicht. Wie ist das für Sie? Achso. So trivial ist es dann nicht, wenn man es nicht speichert. So. Warum geht das jetzt nicht? Jetzt nicht gespeichert. Okay. Das hat die funktioniert. Weil es wäre auswendig, wie man den Superblock cleared. Also mich versteht. Ja, weil du bist bei Hoch S die A geschrieben hast und du wolltest nur SGA2, oder? Die Partition. Nein, ich wollte. Ah, so. Jetzt hast du die Partition von der Welt auch schon. Ach, deswegen, ja, okay. Genau, das ist noch. Jetzt ist noch ein Punkt. Ja, jetzt ist die alles weg. Ja, stimmt. Danke. Jetzt bin ich selbst verwirrt. Das sollte nämlich nicht sein. So, ich mache das anders. Entschuldigung. So, ich gebe dem einfach so einen Platten. Ah, danke. Ja, stimmt. Das hat das Dremel automatisch gemacht. Richtig. So, jetzt. Ah, danke. Er kennt nämlich die Raids vorher und das ist. Jetzt muss ich es überschreiben. Okay, weil ich habe es nämlich jetzt gerade nämlich nochmal getestet und das habe ich jetzt übersehen.
So, das ist jetzt das 1er, dann das gleiche noch einmal für die zweite Disk. Okay, passt. Jetzt ist das Rate angelegt. Ich formatiere die MD0 normalerweise mit X2 für die Boot-Partition. Und jetzt krypten wir praktisch die komplette Disk am MD1-Device hier zu sehen. Ich war in dem Zusammenhang einmal kurz vor kurzem die Frage, welche Kryptlux-Ziffern sicher sind. Welche würden Sie empfehlen? Ich habe mir das auch kurz angeschaut. Es gibt ein paar Attack-Vektoren auf genau diesen Krypt-Schlüssel, die ich da verwendet habe. Ich habe das ignoriert, insofern, weil der Attack-Vektor auf einem Root-Server nicht mehr wirklich gegeben ist. Also das, was in dem Dokument, was jetzt in letzter Zeit rumgegangen ist, beschrieben worden ist, ging da eigentlich darum, dass man den physikalischen Zugang zu dem hat und Änderungen am Filesystem direkt durchführen kann. Beziehungsweise manche Leute fühlen das am Anfang nicht mit Nullen, sondern ausgerechnet mit vom dem Random Zufallszahlen, um das Jahr abzusichern. Okay, das wäre auch eine Möglichkeit, genau. Okay. Genau. Es geht ja Angriffsvektor auch, wenn man Gutisch als Verschlüsselungsalgorithmus wählt, oder macht man damit den kaputt? Also das ist sicher ein anderer Angriff. Der gilt wirklich nur auf dem. Okay. Ja. Allerdings bin ich jetzt kein Krypto-Experte, der jetzt alle Verschlüsselungsarten kennt, deswegen muss man das mit Vorsicht genießen. Genau, ich generiere das Passwort meistens mit KeyPassX. Da gibt es ein lustiges Tool, mit denen man Passwörter generieren kann. Ich mache da Upper Lower minus Underline, dann kommt in etwa sowas raus. Das kopiere ich mir dann und paste es dann in dieses Passphrase hinein. Okay. Ja, ausschauen tut das in meinem Fall so, aber das brauchen wir jetzt nicht unbedingt sehen. So, check. Und wo merke ich mir dann die Passphrase? Ich merke es mir im KeyPassX. Es gibt, ja. Okay. So. Wie gesagt, man braucht es wirklich nur beim Reboot-Prozess von dem Root-Server. Das heißt, man braucht es sehr selten, ich mache es so lange es geht und dann braucht man es eigentlich dann nie wieder, wenn es optimal läuft. Okay, damit ist es jetzt verschlüsselt. Jetzt müssen wir es aufmachen. Also verschlüsselt formatiert heißt es dann. Jetzt brauchen wir gleich nochmal das Passwort. Hoffentlich habe ich das noch. Nein, natürlich nicht, weil das KeyPassX das immer zumacht. So, jetzt habe ich es angelockt und jetzt mache ich da drauf die LVs. Ja. Was gibt's hier? Ja. Die PV. Ich lege in meinem Fall nämlich ein 1 GB großes RootFS an zum Testen, das kann jeder machen, wie er macht. Und das Swap auch noch, aber das werde ich heute nicht wirklich zeigen können. Okay, der nächste Schritt ist Debian installieren. Das geht eigentlich auch relativ einfach. Ich formatiere jetzt die RootFS mit exp4. Mounte dann das Ganze hinein. Ich glaube, ich bin schneller, wenn ich das Tipp. Mount GLT4, passt. Jetzt mache ich Boot Device rein. So, und jetzt installiere ich mit Krimmelty Bootstrap
Und das ist, falls auf den Rescue-Disks ist es, auf dem Hetzner Rescue-System ist es nicht oben. Es ist aber in Debian schon dabei, das Grimaldi Bootstrap würde ich empfehlen. Es ist eine Zeile, die man braucht, und dann kann man es installieren. Also hier ist es nicht notwendig, weil ich mich schon mit der Grimaldi-CD gebootet habe. Okay, und der Befehl schaut dann so aus. Hier zu sehen, das ist die Release, Visi, wohin, GLT14, Group funktioniert bei mir nicht. Ich muss es nachher noch einmal installieren. Trotzdem gibt man dann das eine Device ein. Außerdem muss man noch SDB noch als zweites Device installieren, damit das wirklich funktioniert. Architecture nämlich 64, Hostname setze ich auf GLT14 und den Mira, der am schnellsten bei Hetzner geht, ist mira.hetzner.de, Debian Packages, und dann ist es in 3 Minuten normalerweise installiert dort. Hier könnte es ein wenig länger dauern. Schauen wir mal, wie lang. Was dann passiert, weil die Zeit jetzt gleich um ist und ich habe gehofft, dass es schneller geht, ist folgendes. Wir machen, ich werde dann in dieses System hineinziehen, routen. Und jetzt kommen nämlich die spannenden Dinge. Installiere das Group in die beiden Devices SDA und FDB. Installiere ein paar Basissysteme wie Zshell und Screen und solche Sachen in die CA-Root hinein. Und dann zeige ich euch das auch gleich, während das dann im Hintergrund installiert. So, die Crypt-Tab muss eingestellt werden, das ist hier zu sehen. Diese eine Zeile muss im CA-Root, im etc Crypt-Tab eingetragen werden. Damit sage ich ihm, er soll beim Booten aus dem Dev MD1 das MD1 Crypt-Device machen. FS-Tab muss ich genauso machen. Das trage ich die 2 Zeilen ein. Das ist MD0 für den mountlichen Boot. Die Root-Position heißt GLT14 Root und mount ich in die Root-Zeile. So, jetzt kommen die spannenden Sachen. So, ich installiere CryptZ.11M2 und MDADM für das Basissystem und RobBear. Das ist ein kleiner SSH-Server, der in der Init-RAM-FS drinnen ist. Sobald der Boot-Prozess gestartet wird, ist RobBear schon gestartet und hört, solange in der Init-RAM-FS drin ist, auf den SSH-Port, und man kann in die, falls der Bootprozess abbricht, hinein sich loggen und dann das Passwort eingeben. Das müsste man händisch machen, man müsste dann die ganzen Befehle mit Crypt-Setup und alles händisch machen. Da gibt es ein tolles Tool, das findet man hier. Das sollte man sich notieren, das ist Mount Crypt Root. Das soll man in die Initram F-Tools Hook hineinkopieren. chmod plus x nicht vergessen, damit das auch ausgeführt wird. Und im Anschluss daran muss man nur die Initram FS neu bauen. Lässt du das dann auf die Website drauf? Ja, natürlich. Ich werde das als ASCII-Doc nochmal generieren und schön machen, und dann haue ich es auf die Website drauf. Und dann, allerdings weil dieser Project Goose, von dem habe ich die meisten Informationen, hat auch ein gutes How-To geschrieben. Da kann man sich auch nochmal schlau machen, wie man das am Schluss macht. Dann rebootet man. Was noch wichtig ist, bevor man jetzt rebootet, ist, was ich glaube ich hier nicht geschrieben habe, hier. Das ist den Key. Den braucht man, um in diesen Dropbear-Server einzusteigen. Ich würde kein Passwort verwenden, sondern die Passwort-Deaktivierung machen und mit dem SSH-Key in den Dropbear einsteigen. Um das zu machen, generiert Dropbear bei der Installation in Initram-FS-Tools schon einen Key. Den kann man schon verwenden, den Private-Key, um mit dem einzuloggen. Man kann auch seinen eigenen generieren und einspielen. Wer generiert den Key genau? Dropbear während der Installation. Und ich habe keine Möglichkeit einzustellen, um Dropbear zu sagen, welchen Key oder welche Keylänge ich habe. Doch, das kann man immer noch machen. Okay. Und das kann man auf jeden Fall. Er macht, glaube ich, an 1024 RSA, ja. Bit-Key automatisch. Ja. Tragt auch automatisch in Authorized Keys den Public Key ein. Die RSA waren ja gerade ein bisschen in der Zeit. Ja, aber. Genau, aber okay. DSA ist die Alternative, und das schaut dann so aus.
Und nachdem das jetzt ein bisschen länger dauert, ist der nächste Schritt einfach der, dass man rebootet, in den Droppe einsteigt, das Passwort eingibt und dann setzt den Bootprozess fort. Es gibt eine Kleinigkeit, die lästig ist, wenn man in den Host hinein sich loggen möchte per SSH, gibt es einen Host-Key-Konflikt zwischen dem bestehenden System und dem Dropware-System, weil es sind zwei verschiedene Host-Keys, die verwendet werden. Man löst das am einfachsten, indem man einen Config für den Unlock-Prozess einstellt und die IP-Adresse mit einem Hostnamen, virtuellen Hostnamen versehen, und dann sagt man auch, welchen Key man verwendet, und dann unterbleibt diese Fehlermeldung Host. Theoretisch müsste es ja auch gehen, irgendwie vorher irgendwo anders Schlüsseln zu generieren, abzuloggen. Genau, das ist durchaus eine Alternative. Ich habe das jetzt nur im Vorzeigeprozess, ist das der einfachste Weg. Ich würde sowieso natürlich auch die Keys bei mir, meinem Rechner generieren und den Public Key dann einspielen. Sollte das eigentlich funktionieren. Vom Flo habe ich auch ein tolles Tool bekommen, damit das SSH-Passwort, die Crypt-Passwort-Eingabe relativ einfach funktioniert. Das heißt, man kann das per Script auch generieren. Das heißt, falls man ein Reboot irgendwo forcieren muss, dass das per Script auch das Passwort übertragen wird zum Anlocken. Stelle ich nachher auch noch auf die Homepage. So, jetzt kommt ungefähr 5 Minuten dauert das, bis man dann zu seinem Passwort eingeben kommt. Es geht bei den Hetzern wirklich viel schneller. Und es ist aber so lange dauert die Basisinstallation, 5 bis 7 Minuten in der Regel. Und dann ist es eigentlich schon lauffähig. Sonst noch Fragen? Bevor wir zum Bier gehen, weil es 18.30 Uhr ist, das freut mich eh so, dass so viele da sind. Bitte. Also, du würdest dich ja mit dem ganzen Teil eigentlich absichern, dass der Netzrecht in dem Fall zum Beispiel deine Festplatte ausbaut und dann deine Daten. Eigentlich ist das Einzige, wogegen man sich absichert, ja. Weil im laufenden Betrieb ist es eh entschlüsselt. Wir haben schon einige Diskussionen gehabt, wenn er es nämlich schafft, auf das System zu kommen, während das System läuft und er keinen Strom oder den Rechner bewegen kann, ohne den Strom vom Strom zu nehmen, dann bringt das auch nichts. Ja. Aber er kennt genauso gut hergehen und dann mal schnell in den unverschlüsselten Bootteil. Guter Punkt, das ist korrekt. Also der Angriffsvektor hier, das muss jedem auch bitte bewusst sein, ist, dass wenn in der Boot-Partition ein gefakter Passwortabfrage drin ist, dass man da hier das Passwort abfangen kann. Die Lösung dazu ist, einen Hash zu generieren über den Boot-Teil, der unverschlüsselt ist, und sobald sich der verändert, dass man da erkennt, dass da eine Manipulation stattgefunden hat. Nein, die muss man woanders haben, die darf man nicht auf dem Server lassen. Im Prinzip führt dazu, dass der Server daheim stehen muss eigentlich. Nein, den Hash musst du nur woanders haben. Den generierst du ja bei jedem Boot-Prozess neu. Ja. Nicht mit dem Hash-Tool, was am System ist. Das musst du natürlich auch mit einspielen. Ist richtig, ja. Möchte ich nur kurz anmerken, man kann das wahrscheinlich theoretisch alles so absichern, dass der Server sicher ist, aber dann muss ich die nächsten 3 Jahre auf meinem Endgerät sitzen bleiben, weil dann würde ich dann da halt. Klar, an irgendeiner Stelle gibt es die Möglichkeit, das Passwort abzufangen. Also den schwächsten Punkt der Kette muss man selber leider identifizieren. Wie würdest du das jetzt machen, den Hash bei jedem Bootvorgang zu generieren, also dass du zuerst über SSH FS zum Beispiel die Boot-Partition mountest und mit einem lokalen Tool darüber den Hash ziehst? Weil wenn ich es am Server mache, dann kann ich es mir gleich sparen. Weil ich muss den SHA-Binary würde ich einspielen, allerdings garantiert mir niemand, dass der SSH-Server, der dort ist, so Schindluder treibt, dass ich da gar nichts mehr einspielen kann. Also da bin ich noch nicht auf dem perfekten Weg, da müsste man vielleicht noch nach uns unterhalten, wie man das besser absichern kann. Aber das Problem ist, wenn der Boot-Teil manipuliert worden ist, kann ich ja sagen, ich tue einen eigenen SSH-Server drauf, und wenn ich auch ein SHA-Tool einspielen möchte, kopiert er mir sein eigenes SHA-Tool drauf. Also wenn, müsste ich mir diesen ganzen... Genau. Aber du kannst nicht sicher sein, dass das, was du kriegst über den SSH-Server, der drauf ist, nicht kompromittiert ist.
Also da gibt es leider immer Probleme. Im Prinzip kannst du machen, was ich will, und ich gebe das dann einfach ineinander aus. So ist es, so ist es. Also es gibt leider, das ist jetzt ein bisschen eine akademische Geschichte, das müsste man schauen, wer sich da besser auskennt als ich jetzt selbst, aber was man da für Lösungen anbieten kann. Ich habe noch eine Frage, also du hast jetzt eigentlich am Anfang zwei Partitionen angelegt, ja. Die hast du beide bereit verbunden, die dann verschlüsselt, ja. Und dann in diesen verschlüsselten Partitionen einen LVM generiert, mhm. Wo ein Teil davon jetzt eine Zwei-Partition ist, Teil genau. Pro-Partition ja. ist. Oder wie auch immer, root und wer zu wenig, du solltest das ja noch einmal aufteilen in OSR und var und was auch immer. Aber ja, genau so. Okay. Mhm. Ich hab gestern noch eine Anmerkung bekommen, dass man es normalerweise umdrehen sollte. Und zwar nicht erst, dass man zuerst die Disks verschlüsseln soll und dann erst drauf das RAID legen soll und nicht so, wie ich es jetzt gemacht habe, das RAID drauf und dann erst die verschlüsselte Krypto-Setup drauflegen soll und dass es angeblich ab 1 bis 2 Terabyte nicht mehr so gut ist, das Krypto-Setup, aber da bin ich mir nicht sicher. Ich brauche noch zwei verschiedene Keys für jede Festplatte extra, ich muss jede Festplatte zuerst Genau. Und er, also dessen, sein Vorschlag war sowieso, dass er Slices aus der Platte macht in, was weiß ich, 500 Gigabyte Größen, sie aneinander reiht, ein J-Bot macht und dann, was auch immer. Aber gut, das war mir dann zu viel, das Gute, und ich wollte es auch nicht, ich wollte es einfach nur gesagt haben, dass das eine Möglichkeit ist. Noch Fragen? Okay. Tut mir leid, dass ich das nicht ganz zu Ende zeigen konnte und dass der Hetzner das nicht hingebracht hat, es tut mir auch leid, aber normalerweise funktioniert es wunderbar, nur heute hat das leider am Wochenende gewonnen mit dem Resetten. Die Boot-Partition bleibt unverschlüsselt. Ich möchte das auch verschlüsselt bekommen, vielleicht kriege ich es bis zum nächsten Jahr hin, dass ich das zeigen kann. Muss ich schauen, ob das. Aber was nicht verschlüsselt sein kann, ist der Initram-FS. Der muss, ja. Das ist eh klar. Aber kurze Frage dazu. Ich habe jetzt auf meinen PCs habe ich auch System verschlüsselt. Mhm. Da stand nur, dass man Boot immer unverschlüsselt lassen muss. Das ist ja, ja, es ist. Den Kernel könnte ich mir vorstellen, dass man den noch verschlüsseln kann. Mhm. Aber nur die Initram-FS, also der Init-AD-Teil, muss unverschlüsselt sein, weil den muss er reinladen. Mhm. Also das ist meine Frage. Aber ob sich der Aufwand lohnt, weiß ich nicht. Glaube ich nicht. Okay? Gut, dann sage ich danke.